Sorry, Kollege! Im Schweiz gibt es in seine politische Organisierung, wogegen es der Frauen ist. Auf Schweizerdeutsch anti-rassiste. Nein, Bobo, der Mann, der Rassist ist etwas anderes. Das ist gegen den Rassisten. Ja, ist voll logisch. Was ist denn so gegen den. Ja, keine Ausländer. Meine Tochter, hure gesehen, ne? Also, was haben Sie? Was ist das politische Dingsbums, wogegen es der Frauen ist? Ja, das sind die Antifeministen. Genau. Das ist ihm nicht gut. Ich bin ein Feminist. In unserer Gesellschaft ist wichtig, dass alle das Frauenrecht haben. Ich habe das Recht, zum sagen, Hosanse, hol mir einen Tee. Und ihr das Recht ist, den Tee bringen. Für das, ich muss nicht demonstrieren. Das ist nicht ein Feminist. Mann, du hast voll keine Ahnung. Bobo, die moderne Frau, beispielsweise, will nicht, dass der Mann ihre Mädeltür aufmacht. Ja, was denn sonst? Sie wollte, dass er ihre Demado kauft. Aha! Und die moderne Frau wird sicher auch nicht von ihrem Sehemann Haushaltungsgeld, hä? Nein, sie will, dass er sie einladet im TKW. Und die Antifeministen werden sie ihren Ehefrau das alles zahlen. Ja, sicher, was sie wollen dem Frau verwöhnen, dem alten Rollenverteilung, weißt du? So. Ja, sie wollen einfach alles zahlen, oder? So wie im Balkon. Einfach ohne Islam, hä? Ein Macho ohne Minoret. Was hat er denn? Ein Kilo-Turm mit zwei Glocken? Ja, so ein christlicher Antifeminist finde ich geil. Kommt nicht in Frage. Du heiratest einen Mann, der Fürst der Gleichberechtigung ist und trotzdem Balkan. Du heiratest einen feministischen Muslim.